Ja, meine Lieben, hier ein paar Informationen für euch, für alle Auswanderwilligen. Informationen, die ihr noch nicht wusstet, ja, da langt ihr euch am Kopf, ja. Und zwar das beliebteste Auswanderziel der Deutschen ist die Schweiz, ja. Und auch ein paar andere Länder. Und das Problem ist, bei der Schweiz, viele wissen das nicht, ihr langt euch jetzt am Kopf. Ihr langt euch jetzt am Kopf. Denn der Hauptgrund, warum viele in die Schweiz auswandern wollen oder wollten, nach diesem Video wahrscheinlich wollten, ist, dass die Schweiz ja in der Mitte steht und nicht links oder rechts. Die Schweiz ist unabhängig, lässt sich nicht beeinflussen, will nicht russlandhörig oder USA-hörig sein und auch nicht in der EU. Ja, alles nur bla bla bla. Die werden jetzt ein Militärbündnis mit einigen EU-Ländern machen gegen Russland. Und jetzt kommt der Hammer, jetzt passt auf, das habt ihr garantiert noch nicht gewusst. Hier. Die Schweiz hat EU-Verhandlungen, die will in die EU und 24 sind sie abgeschlossen. Ja. Die Schweiz will die in die EU, also die konnten ja vorher schon euer Geld nicht in Sicherheit wiegen, in der Schweiz. Viele wollen in die Schweiz, weil sie ja ihr Geld vor allem in Sicherheit bringen wollen. Denn euer Geld ist bald futsch. Ich habe schon vor 3 Jahren ja euch sogar den genauen Termin gesagt, wann der Euro zusammenbrechen wird. Habe ich klipp und klar euch gesagt, sobald keine mehr Euros braucht, um ein Audi, um eine Miele-Waschmaschine, um Stil, was weiß ich, Mercedes, sobald das nicht mehr gebraucht wird, weil es außerhalb der EU gebaut wird, dann ist es aus. Und deswegen überlegt die Firma Stihl, ob sie jetzt doch in die Schweiz will oder nicht. Was, das wisst ihr doch schon, das habt ihr bestimmt schon gehört. Denn ja, Entschuldigung, vor allem in so einem Land, wo eine Frau Laien oben sitzt, ja, eine richtige Abzockerin, Betrügerin, ja, bewiesene Betrügerin und korrupt ohne Ende und redet einfach so, als wäre nichts und dann wird sie wiedergewählt. Leute, viel Spaß in eurer EU, ja. Ja, ich lebe in Alanya, ich lebe in der Türkei und ich mache das Video jetzt nicht, dass ihr in Alanya was kauft oder in der Türkei was investiert. Geht hin, wohin ihr wollt, aber ich würde mich fernhalten von der EU, ja. Und dann haben wir das Problem mit Ländern, weil ich aktuell immer Zypern, Zypern, Zypern höre, Nord oder Süd. Ich höre immer Zypern, Zypern. Tja, macht ruhig. Und da haben sich den Leuten schon viel Geld geklaut gehabt, ja. Das Geld ist dort auf keinen Fall sicher. Auf einmal sind die Banken geschlossen und ihr kommt nicht mehr an euer Geld und alles über 100.000 Euro ist weg. Oder auch darunter. Es gibt auch Berichte von darunter. Und die warten immer noch auf ihr Geld. Ja, wie sollten es gehen? Die Frau von der Leyen muss doch von irgendwas bezahlt werden. Also, ne? Und jetzt pass auf, ja. Sie löschte alle SMS auf ihr Diensthandy. Und das hat sie wieder gemacht. Von der Leyen löscht offenbar schon wieder Handy. Wisst ihr was? Die kann mit euch machen, was sie will. Ja? Die kann mit euch machen, was sie will. Die können mit euch machen, was sie wollen. Das ist nämlich der Masse, diese Masse ist wurscht, ja. Und ja, ob es Aktien sind oder, also Aktien sind meiner Meinung nach absolut gefährdet. Absolut gefährdet. Auch wenn es jetzt steigt und steigt und steigt. Und das ist wie mit der Dotcom-Blase. Da war eine Firma, wie hieß die, die war dann mehr wert als Mercedes-Benz und hatte nur 3 Mitarbeiter und dann hat sie verloren gehabt, ja. Und all die Milliarden waren weg und die Leute haben ihr Geld verloren. Ja? Und, oder dieser Maschmeyer mit seiner Versicherungssache da. Nix, die laufen immer noch frei herum, sind immer noch reich, fahren immer noch die fetten Autos. Ja? Und das ist wurscht. Versteht ihr, ihr seid denen wurscht. Ihr habt nicht Matrix, der Film ist wichtig, der ist zwar auch wichtig. Ja? Viel wichtiger ist wirklich dieser Jupiter von den gleichen Machern, Jupiter Rising oder wie der heißt, da sagen sie nämlich voll noch fetter die Wahrheit und zwar geht es eigentlich nur um eure Lebenszeit, ja, um eure Lebenszeit. Um was ist eure Lebenszeit? Eure Lebenszeit
ist euer Geld, was ihr erarbeitet habt, eure Wohnung, euer Haus. Und das ist wichtig. Ja? Die haben praktisch von euch die Lebenszeit geklaut, damit sie es viel besser haben und nicht arbeiten gehen müssen. Ja? Versteht ihr? Das ist krass. Ja? Das ist krass. Und die lassen sich das gefallen. Deswegen sage ich ja immer, die Masse ist nicht zu retten. Rette sich, wer kann. Also macht, was ihr wollt. Leute, ich warne euch davor. Ja? Also der Euro verliert an Wert. Das ist doch schon ein Grund. Euro und Dollar verlieren an Wert. Zu mir hat einer neulich gesagt, ja, ich traue dem Euro nicht, ich investiere in Dollar. Ey, hallo, bevor der Euro verschwindet, verschwindet erstmal der Dollar. Ja? Also ist es das Gleiche. Wenn du das in Dollar anlegst, ist es das Gleiche. Ja? Und meiner Meinung nach sind die obersten Vollidioten die, welche in Kryptowährungen investieren. Alles außer Bitcoin. Wer da investiert, der hat meiner Meinung nach überhaupt kein Gehirn und erzählt mir nichts. Ja? Übrigens, wenn ich so Videos mache, wo ich sage, Kryptowährungen sind nichts wert, am nächsten Tag gibt es einen voll den Zusammenbruch. Ja? Und genauso aber auch Bitcoin ist meiner Meinung nach auch nichts wert. Was macht ihr, wenn 4 Wochen kein Strom gibt in Germany? Meine Frau ist ja gerade in Madagaskar und sie besucht gerade die Familie, weil ihre Schwester heiratet und sie kann ihr Handy nicht laden. Da gibt es seit einer Woche keinen Strom. Also im Süden von Madagaskar, da ist es sehr, sehr schlimm. Armut und kein fließendes Wasser, also, könnt ihr vergessen. Ja. Und sie musste jetzt ewig warten und jetzt hat sie mit einem anderen Telefon mir halt geschrieben, dass es halt gerade schlecht ist, aber das wussten wir ja vorher schon. Und macht mal und dann bezahlt mal mit Bitcoin. Ey, Leute, sorry, dass ich lachen muss. Ich lache nur über die Blödheit der Menschen. Über die Blödheit. Ich sag das immer wieder. Ey, da ist Gold voll der sicherere Hafen. Wobei auch Gold nicht gut ist. Am Ende landen wir immer wieder, sorry, aber bei Immobilien. Ja? Egal in welchem Land auf der Welt. Okay, da gibt es manche, da ist es nicht so sicher. Aber in der Türkei haben wir halt das Katasteramt schon viel länger. Ja? Und ja, jetzt hast du lauter Aktien von der und der Firma. Och, jetzt ist die Pleite. Ja gut, jetzt hast du keine Aktien mehr. Jetzt hast du, pass mal auf, ob Gold oder Silber oder Aktien oder Bitcoins, ja, oder Geld. Ja? Für Geld kriegst du vielleicht wenigstens Zinsen, ja, wobei ich gegen Zinsen bin. Und für Aktien, kannst du auf Aktien schlafen? Nein. Kannst du auf Aktien, kannst du das vermieten jemanden? Kannst du jemanden drin leben lassen, das halt dort wohnt, auch für wenig Miete? Nein, kannst du nicht. Das sind halt die Vorteile von Immobilien. Und als Beispiel, ja, Traditionsunternehmen verlassen Deutschland in Scharen, ja, dann kauf mal Aktien von denen, ja. Kauf mal Aktien. Also Deutschland, der Euro wird nichts mehr wert sein, weil alle dann mit Dinar oder was auch immer dann ihre, oder türkische Lira ihre Produkte kaufen und bezahlen und nicht mehr mit Euro. Also wird das dann keiner mehr benötigen. Und jetzt in die Schweiz wandern sie aus und das kommt dann kommt die Schweiz auch noch in die EU. Ja? Und das hier wäre mein Kanal. Ja, jetzt kaufst du zum Beispiel diese Wohnung oder eine andere oder diese schöne oder dieses total kaputte Ding hier, ja. Und schaut her, diese Wohnung haben wir neulich übernommen. Der Kunde hat sein Grundbuch bekommen von mir. Also wir haben alles abgeschlossen, alles in Ordnung. Und jetzt ist es zu vermieten. Und soviel ich weiß, ist es jetzt auch schon vermietet, ja. Ich soll dann nächste Woche den Mietvertrag machen. Ich habe ja meine Maklerlizenz, ich kann das machen. Also der Kunde kommt zu mir, investiert Geld und unter 100.000 war das auch noch, investiert Geld und schwuppsdiwupps ist die Wohnung vermietet für 330 Euro mit Internet und Nebenkosten. Ja. Und manche verlangen auch mehr. Da sage ich aber immer wieder, du, ich will nicht mehr für eine Zweizimmerwohnung, will ich nicht mehr als 300 Euro verlangen, weil ich bin da ein bisschen
links eingestellt. Ja, ich bin kein Linker oder so, aber ich bin da, ich habe halt ein Herz. Nicht, dass die Linken ein Herz haben, aber ich habe ein Herz und die Leute müssen sich abrackern jeden Monat. Und jetzt passt auf, ich kenne einen Deutschen, den haben wir einen türkischen Herrn die Wohnung vermietet und der hat halt verschiedene Gärten auch noch, wo er Sachen anbaut. Und dann haben die irgendwann mal ausgemacht, ja, weißt du was, gib mir einfach jeden Monat meine Tomaten oder jede Woche meine Tomaten, meine Paprika, dann kriegst du es halt sehr günstig. Ja? Und das geht mich dann nicht an, die können dann machen, was sie wollen. Das haben sie gemacht und der Typ hat jetzt ewig was zum Essen, ja, und macht das mal mit Aktien, ja, macht das mal mit Aktien. Macht bei der Aktien ist halt die Gefahr, dass es verschwindet, ja. Macht das mal mit Gold, ja. Du, ich gebe dir ein Kilo Gold und du bringst mir jeden Monat, jede Woche was zum Essen. Das geht nicht, versteht ihr? Mit einer Wohnung, wo dann der Kunde was davon hat, er hat eine schöne Wohnung, er hat eine ordentliche Bleibe, in Alanya meistens auch noch mit Pool, da kannst du dann sagen, ja gut, als Gegendings möchte ich das und das. Versteht ihr? Das geht, Leute, das geht. Und ich habe schon viele Leute glücklich gemacht. Ich habe schon viele Leute gerettet. Ja? Die Leute sagen das selbst zu mir. Vielen Dank auch dafür. Warum sagen sie das zu mir? Weil es halt stimmt. Ja? Und hier zum Beispiel, Bosch hatte die erste Fabrik 73 aufgemacht, aber ein Büro hatten sie schon 1900. Ja? Müsst ihr euch mal informieren. Ja? Aber die Fabrik war 73 und das sind eigene Grundbücher. Ja? Das sind eigene Grundbücher. Warum ist das so möglich, eigene Grundbücher in der Türkei? Weil wir unser Katasteramt schon seit 1800 haben. Manche sagen seit 1700 oder das Goethe-Institut über 50 Jahre schon in der Türkei, in Istanbul, und hat ein eigenes Kataster, hat ein eigenes Grundbuch. Und das ist unantastbar, versteht ihr? In der Türkei sind Grundbücher unantastbar. Und das schon seit Jahrhunderten, kannst du ja schon sagen. Oder Siemens. Siemens eröffnet ein modernes Werk, das war 2009, ja. Und Siemens hat auch eine Niederlassung 61 gegründet, ja. Eine Fabrik aufgemacht, ja. 61. Und wenn das doch in der Türkei überhaupt nicht sicher wäre, euer Kataster, euer Grundbuch, dann warum machen dann so große Firmen das? Also es gibt in Antalya, Alanya auch deutsche Rentner, die haben seit 40 Jahren ihr Grundbuch und die Familien leben teilweise immer noch drin, halt, wird halt den Kindern weitervererbt und die kommt dann halt auch hin, weil wenn Kinder, wenn sie klein sind, ich sehe es ja auch in den Hotels, die haben so viel Spaß, die speichern das und wohin gehen dann die Kinder in Urlaub, wenn sie dann größer sind? Genau dahin, wo es ihnen Spaß gemacht hatte. Ja. Und ja, also es ist eine Zusammenarbeit und das ist gut so und glaubt mir, es würde keine Firma machen, wenn es nicht sicher wäre in der Türkei. Aber wie gesagt, es soll jetzt nicht schon wieder Türkei-Werbung sein, aber was soll ich denn machen? Ich muss euch doch was Gutes empfehlen, was ich empfehlen kann. Und wir haben hier Trinkwasser ohne Ende, wir haben in den Bergen Wasser, ich meine nicht wie in Spanien, dass die von uns Wasser holen mit riesigen Tankern, Wasser aus der Türkei, Trinkwasser aus der Türkei holen, ja. Das ist keine Lüge, können wir gleich mal nachschauen. Spanien, Wasser aus der Türkei. Ach Gott, das ist jetzt, weil ich gerade reinspreche. Ja. Okay, dann haben wir hier die Generaldirektion Grundbuch und Katasteramt ist älteste Ding in der Republik Türkei, 1847. Aber wie gesagt, es gibt Schriften, die gehen auf 1700. Also wir haben schon seit 1847 dokumentiert ein Katasteramt. Ja? Damit ihr wisst, dass das hier sicher läuft. Ohne Griechenland schlecht machen zu wollen, ja, ohne Griechenland schlecht machen zu wollen, hier kauft mal was in Griechenland auf die Suche nach dem Katasteramt. Ja? In Griechenland immer noch kein richtiges Katasteramt. Ja? Immer noch keins. 1995 wurde es irgendwie mal gegründet, aber nicht so richtig. Und hier erzählt halt ein Mann, der ist schon 75,
dass er einen Acker hatte, wo er dann ein Haus bauen wollte. Bei uns darfst du einfach so auf einen Acker kein Haus bauen. Wir haben hier Gesetze. Du darfst, wie läuft es hier ab? Als Beispiel 2000 Quadratmeter, da darfst du dann 10% für ein Wächter oder Bauer, wie heißt es, wenn jemand auf den Acker aufpasst, wenn jemand auf die Pflanzen aufpasst, der kann ja, wenn es weiter weg ist, nicht immer da hinfahren, der darf da schlafen, übernachten, Wasser muss da geben können und auch Strom. Und dementsprechend ist dann halt das auch kleiner. Ihr dürft nicht auf 2000 Quadratmeter, 600 Quadratmeter irgendwann eine riesen Villa bauen auf einen Acker. Das dürft ihr nicht. Ihr dürft aber ein Tiny House drauf bauen oder alles auf Rädern ist erlaubt und alles aus Holz ist erlaubt. So sind die Gesetze hier. Und auch nur eine bestimmte Größe. Stein ist auch erlaubt, aber nur eine bestimmte Größe. Okay, wie schon gesagt, so 10%. Und hier, dann gab es Stress, er wollte sein Haus draufbauen, 400 Quadratmeter groß, wollte er sein Haus draufbauen. Dann gab es Stress mit dem, dann kam die Polizei und die haben dann gemeint, ja, bau das einfach nachts. Also so funktioniert das nicht, Leute. Man muss das ordentlich machen und ich habe nicht umsonst meine Maklerprüfung, dass ich euch da unterstütze, dass alles gut und glatt läuft. Ja. Also, es gibt halt leider in verschiedenen Ländern Probleme wegen Geld, dass manche Länder das Geld, wo habe ich es denn hier? Moment, habe ich es hier? Nein, habe ich das hier? Nein, wo habe ich denn hier? Moment. Ja, also es gibt verschiedene Beispiele, wo in Ländern das Geld geklaut wurde. Wie gesagt, in Zypern, also passt auf euch auf, passt auf euer Geld auf. Und ich kann euch nur raten, macht's nicht, mir wurscht, macht was ihr wollt, es ist euer Geld. Ich kann euch nur raten, kauft was hier. Wir haben hier, könnt ihr sehen, unser Bazar, die besten Lebensmittel, noch immer preiswert, also preiswerter ist in Deutschland, frisch, warum? Es kommt teilweise manchmal nur 50 Meter Entfernung, ohne Schmarrn. Ich kenne hier einen Kleinbauern, der hat sein Grundstück direkt, also sein Ackerfeld, direkt neben so ein riesen Hochhaus. Da läufst du runter, holst dein Zeug und fertig, ja. Und viel günstiger. Also hier kannst du nicht verhungern. Hier haben wir ein Katasteramt, was sicher ist. Das gibt es bestimmt auch in anderen Ländern. Also wenn ihr auswandern wollt, geht auf Nummer sicher, ja. Geht auf Nummer sicher. Also ein EU-Land kann ich nicht empfehlen. Die wollen nämlich eure Euros klauen. Ja, die wollen, also nächstes Jahr soll es diesen Nachweisprüfung geben, dass ihr angeben müsst, wie viel Geld ihr habt. Und dementsprechend das, was ihr angibt, kann dann auch geklaut werden. Aber wie gesagt, mir wurscht, wieder mal ein Video, wo ich euch nur Infos geben will. Bringt euer Geld in Sicherheit. Bringt euer Geld in Sicherheit, Leute. Ohne Schmarrn. Der Euroverlust ist ja schon bemerkbar. Ja? Bringt euer Geld in Sicherheit, damit ihr eure Lebenszeit, das ist ja euer Geld, ja, nicht verliert. Okay, Leute? Ja. Und ihr könnt hier was kaufen und dann vermieten. Also ich habe dann sofort eine Woche danach Interessenten geschickt. Und jetzt wird dann unterschrieben, hoffentlich nächste Woche. Ne? Und wir haben hier Top-Objekte, vor allem da, wo ich lebe. Da ist es auch super. Hier haben wir auch eine sehr schöne Wohnung. Oder hier, die ist sehr, sehr schön. Mitten bei Kleinbauern. Also Hammer-Objekte, wirklich. Also jetzt kauft ihr halt in irgendein EU-Land was. Ja, wer weiß, ob du dann das Geld noch hast. Verstehst du? Ob du, dank Frau von der Leyen und so weiter, ob dein Geld nicht enteignet wird, dein Haus nicht enteignet wird, Grundbuch nicht enteignet wird. Wir haben das noch nie gehabt bisher und können sie auch nicht machen, weil wir haben einfach zu viele Menschen, die gerade halt noch von ihrem Gehalt leben, wie in Deutschland ja auch, ja, Flaschen sammeln, sage ich bloß. Und dementsprechend würde es einen Aufschrei geben und
die Politiker würden alle reihenweise aufgehängt werden. Wir haben auch Schlafschafe, aber nicht so schlimm wie in Deutschland. In Deutschland kannst du ja scheren und abzocken vom Staat her aus, von allen eigentlich aus, ja, Versicherungen und so weiter. Und das wird alles geschluckt und geduldet. Ja. Hier nicht, hier nicht. Und wir haben hier auch unseren Käsekuchen, ja. Und Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, schaut mal bei meinem Kanal vorbei, dann könnt ihr viele weitere Informationen bekommen. Hauptsache weg von der EU, kann ich nur sagen. Okay? So, soviel von mir. Also, wie gesagt, Schweiz ist auch bald in der EU. Könnt ihr selber nachschauen, recherchieren. Und dann habt ihr die gleichen Probleme wie in Germany auch. Zuzug und so weiter und so weiter. Was da mit den Messerstechern und so weiter, was da abgeht. Und dass sie das immer, wisst ihr, was mich noch mehr stört als, sorry, als die Opfer, ja, das ist grausam, es tut mir auch leid für die Opfer, das ist, dass die Politiker dann irgendwie versuchen, das als nicht so schlimm hinzustellen. Ja. Ihr Penner, das ist schlimm, was habt ihr da bloß für Leute reingelassen, ihr Deppen, ja? Was habt ihr da bloß für Leute reingelassen? Ihr passt nicht mal auf euer eigenes Volk auf, ihr seid solche Assis und das, dem Volk ist es wurscht, dem ist es wurscht und dann Anführungsstriche Demokratie, dann sind wieder Wahlen, dann wird wieder irgendwie Koalition mit denen und denen, dann dürfen sie wieder nichts machen, wir dürfen nicht, EU-Gesetz, wir dürfen das und das nicht ändern, EU-Gesetz, vergisst es, manche, ihr werdet da gerettet, ein Scheißdreck, egal ob ihr, wem ihr wählt, ihr werdet da nicht gerettet, das muss ganz anders ablaufen, auf die harte Linie. Ganz hart muss es laufen. Ganz hart. Ganz hart, also richtig hart. Ja. Okay, viel Spaß. Und wer sein Leben, sein Geld, sein Hab und Gut retten will, raus aus der EU, wohin auch immer, informiert euch aber vorher. Und falls ihr es hierher retten wollt, in die Türkei, nach Alanya, wo es Schwarzwälder Kirschtorte gibt, nahe zum Strand, oder auch am Strand, denke ich mal, dann meldet euch bei mir. Ich habe viele Leute gerettet, wirklich gerettet und sie haben jetzt hier ein angenehmes Leben und außer sie hatten in Deutschland schon psychische Probleme und kommen mit denen hierher, ja, müsst ihr an euch arbeiten, dann, ne, solche Fälle gibt es leider auch. Ansonsten aber die Leute, die aufgewacht sind und ein Gehirn haben, die sind top und die mir macht es richtig Spaß, denen zuzuschauen, wie sie gesünder werden. Mir macht es richtig Spaß, zu sehen, wie braun gebrannt sie sind, wie glücklich, ein Lächeln im Gesicht und Unternehmungen und ob es die Burg ist oder die Berge oder Wasserfälle, was auch immer. Ich habe ja euch hier die Bilder hier von Alanya. Wasserfälle überall. Ihr müsst mal in so einen Wasserfall hingehen, ja. Das ist so geil und es gibt Energie. Also ohne Schmarrn, Leute, Wasserfälle geben viel positive Energie. Ihr solltet das unbedingt besuchen. Wir haben viele Wasserfälle, okay? Okay, jetzt genug gelabert, viel gelabert. Macht, was ihr wollt. Liebe Grüße, passt auf euch auf. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.